Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Online-Farm. So, wir hatten jetzt fertig gedüngt, also hier fertig Unkraut und Pflanzenschutz ausgebracht. Nennen wir das direkt mal. Die Trolls zum Hof, was wir jetzt hier noch platzieren, hat gesagt, das will ich nie unbedingt machen, aber ich werde es trotzdem erstmal wieder platzieren, weil momentan habe ich nicht das Trollschutzlager. So. Wo haben wir sich denn? Die Gebäude, die wär's, was denn? 5000 Euro, schreibt uns dann mal gut, würde ich sagen. Und hier soll, ne? Was meint ihr? Zack, sitzt. So, dann holen wir hier kurz das Menü. Stoppen, Landeschutz rein. Ist drin. Landeschutz. Das geht. So, das macht er seltsamerweise. Warum das macht bei dem, aber bei dem anderen nicht, verstehe ich nicht. Also bei der Sämaschine wird das partout nehmen. Kann ich euch schon sagen, ich habe es bei einer Standard-Sämaschine Hochsponto probiert. Das war in meiner gemoddeten, wo da eine Formel eingebaut ist und das Logo drauf getackert. So. Jetzt nochmal weg. Jetzt kommt die letzte Aussaat drüber. So, hier haben wir Flüssigdünger. Da überlegen, ob wir die 5000 Euro gut schreiben oder ob wir es lassen. Wir lassen das die 5000 Euro, das Kraut jetzt nicht fett. Jetzt vorher platzieren, den habe ich nie gemacht, also daher Pechsache. DGL umgelaufen. Den Kursplay habe ich noch nicht geguckt, weil ich jetzt immer noch in einem Folgenrückstellung um einen Tag bin. Ich habe heute die Samstagsfolge aufgenommen, alle Samstagsfolgen aufgenommen und hinten dran hänge ich gleich noch die Sonntagsfolgen, die ihr jetzt seht. Von daher habe ich noch nicht geguckt, sechs Kursplay, den Kursen, wie das so zusammenhängt. So, ich lasse mal aus das Ding. Habe die Nase. So, bringen wir die letzte Dingestufe aus. Und sind wir so weit eigentlich, wie ich vor dem Mapwechsel war. Aber gerade haben wir jetzt eh nichts Neues gesehen, weil ich wusste jetzt gar nicht mehr, wo was Neues war, überall. Ich bin ganz ehrlich ein bisschen überfragt. Ich denke, wir werden es erkunden, wenn wir dann gewisse Missionen haben, wo wir dann hier und da was verkaufen können, dass sie das dann schon zeigen. Gehe ich mal fest davon aus.
braucht man noch mal hier alles so. Ja. Gucken, wo ich Bäume wegnehmen muss, werden wir auch sehen beim Dreschen. Wo ich den Bäume erstmal in den Boden stampfen oder umsägen muss. Die wir dann bei Gelegenheit wegräumen. Und Vorwände fertig. Dann drehen wir hier so rum. Wir ziehen gleich nach oben durch. Läuft wie ein Länderspiel. Anders kann ich es momentan nicht sagen. Gott, was ist denn jetzt los? Hier wieder runter. Und hier ist das. So, ordnungsgemäß so. Kommen wir besser, sparen wir ein bisschen was. Ich hätte immer so drin laufen lassen, in der Mitte haue ich einen Haufen auf eine Stelle und dann außerdem habe ich schon am Ende Lücken. Daher immer schön geschmeidig. In der letzten Folge auf der 2019 der Version bin ich ja bis Vorgewende gefahren beim Dünger verteilen beim zweiten Feld. Hochgequält hier. Jetzt. Du.
Zack. 2 Stunden ganz. Die Nase. Geht doch nicht. Oh Gott, ja. So. Montag geht er langsam oder was sicher das Geschäftsleben wieder los, wie so die letzten Tage gehört habe. Da sollen ja Geschäfte bis wie viel was, 800 Quadratmeter wieder öffnen dürfen. Eine größer zählt denn als Großlagerfläche, was wisst der Geier? Also werden wir, sagen wir mal, kleinere, die Lebensmittelgeschäfte haben es nötiger. Der ist sowieso schon auf, aus der Friseurläden könnte, glaube ich, wieder aufmachen und sowas. Ah, Freude, werden wir eigentlich schon wieder freuen, endlich wieder dies und das und jenes kaufen können. So, gleich haben wir's, gleich haben wir's, haben wir's. Und wir haben es fertig. Die Saat ist im Boden, was wollen wir mehr? So, geht hier los. Noch knappe 7 Minuten. Müssten wir mal schaffen, denke ich. Aber das Flugzeug wieder mit uns. Gleich haben wir die Stellen risch erwischt zu haben, egal. Wir sind uns gerade alle allzu fett. Wo sagt der Timer? 5 Minuten noch. Naja. Aber jetzt am Wochenende ist soweit alles vollbracht, auch noch im Stand der letzten Folge vom Freitag sind. Am Freitag. Ich überlege, ob ich gleich nach der Aufnahme das Zeug wieder hochlade oder nicht. Aber sehen.
welchem Petabusch oder eventuell beschriften braucht ihr das auch? Der jetzt los? Ich bin schon immer müde. Geht ja gar nicht. Und auch. Ich fahre schief. Diesen zu schief, um es sitzen zu lassen, sagen wir mal so. So, jetzt passt das wieder. So, nebenbei Handbremse gemacht, fast noch schief. Kommt sowas vor? Automatisch. Dann jetzt hier den Finger drauf halten. Wenn ich euch den Finger machen soll, dann eingeprägt der Finger vorne. Der Zeigefinger. Ja. Ringfinger ist das. Zeigefinger auf die E-Taste, der Ringfinger auf die W-Taste und der. Der Finger neben Kleinfinger, oder wie der heißt, habe ich da damals nicht aufgepasst. Zeigefinger, nee. Zeigefinger, Ringfinger, nee. Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, warum? Warum war das? Zeigefinger auf B, der Mittelfinger auf W und der andere auf A, im Finger. Denkt ihr vielleicht, ich bin ein Mutant. Aber wisst schon, wie ich das meine, mit W, A, S, D, wie drin die drei Finger da belegt. Der kleine Finger und der Daumen sind eigentlich die Finger, die nichts zu tun haben. Der liegt auf der Leertaste und auf der Shift-Taste, mehr oder weniger. So, aber sind in der letzten Minute angelangt. Die Bahn werden wir noch bis rund, denke ich mal, machen. Und dann sind wir schon so weit, dass wir zum Ende kommen für diese Folge. Der erste ist hier oben am Himmel. Wie ich fotogalaktisch. Aber wie gesagt, ich komme jetzt zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen, lasst deine Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao. Fuck euer Jaso.